Hallo, heute habe ich für euch ein Video, in dem ich euch zeige, wie ich aus einem Lippenstift viele verschiedene Farben kreiere. Wenn es euch interessiert, bleibt dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video und los geht's. Alles, was ihr hierfür braucht, ist Lippenstifte eurer Wahl, je nachdem, welche Farbe ihr als Grundfarbe verwendet. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch noch einen Lip Liner vorher auftragen. Am besten ist es natürlich, wenn ihr dann auch noch so eine Riesenpalette mit verschiedenen Farben habt. Ich habe jetzt hier von Zoeva die 88 Eyeshadows Palette, da sind wirklich so gut wie alle Farben drin. So, hier seht ihr es nochmal, hier ist wirklich so gut wie jede Farbe vertreten. Und last but not least brauchen wir noch einen Pinsel, mit dem wir dann letztendlich den Lidschatten gut auf die Lippen auftragen können. So, ich benutze jetzt einen stinknormalen roten Lippenstift. Der ist jetzt hier von Maybelline New York, die Nummer 547 Pleasure Me Red. Und das ist wirklich ein sehr schönes Rot. Mit diesem Lippenstift zeige ich euch jetzt halt, was ihr alles mit Lidschattenfarben anstellen könnt. Bevor ich den Lippenstift jetzt auftrage, verwende ich einen Lip Liner, einfach damit der Lippenstift später nicht zu sehr verläuft und auch nicht ausläuft. Danach trage ich jetzt natürlich meinen Lippenstift auf. So, wie ihr seht, habe ich jetzt einen stinknormal knallroten Lippenstift auf den Lippen. Allerdings möchte ich jetzt zum Beispiel ein bisschen eine dünklere Farbe auf den Lippen haben, habe jetzt allerdings keinen dunkelroten Lippenstift zu Hause. Also nehme ich mir jetzt einfach meine Lidschattenpalette und suche mir eine Farbe heraus, die eben meine Lippenstiftfarbe abdunkelt. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel hier unten dieses Dunkelrot nehmen. Allerdings möchte ich es nicht so als Dunkelrot bzw. Weinrot, sondern vielleicht sogar so ein bisschen in die lila Richtung. Also denke ich, entscheide ich mich für eine Mischung aus diesen beiden Tönen hier. Und das zeige ich jetzt mit einem Lidschattenpinsel auf meine Lippen auf. So, vielleicht erkennt ihr es jetzt ein bisschen, und zwar ist meine Oberlippe gerade ein bisschen fleckig. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen müsst ihr wirklich darauf achten, dass ihr sorgfältig arbeitet und auch wirklich gut und gleichmäßig die Lidschattenfarbe auf den Lippenstift verteilt. Und glaubt mir, es funktioniert wirklich. Man muss eben nur wirklich schauen, wo es fleckig ist und wo man noch ein bisschen Farbe auftragen muss. So, das ist jetzt mein fertiges Ergebnis. Es sollte wirklich gleichmäßig und ebenmäßig aussehen. Mit diesem Prozedere könnt ihr wirklich jeden Lippenstift mit jeder Lidschattenfarbe abwandeln. Je nachdem, auf was ihr Bock habt, könnt ihr das natürlich machen. Und manchmal hat man ja auch das Problem, dass es den Lippenstift gerade nicht mal auf dem Markt gibt. Und was macht man dann? Man hat diese Farbe nicht, man kann sie nicht kaufen. Tja, dann könnt ihr das ganz einfach mit einem Lidschatten abändern. Und was auch noch ein positiver Aspekt ist: der Lippenstift ist durch das Auftragen des Lidschattens matt und dadurch hält er wirklich super lange und ist nicht glossig und ist einfach wirklich cool. Matte Lippenstifte sind einfach mein totaler Favorite und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einen Trick zu Herzen legen, den ihr gerne und gut anwenden könnt. Und ja, ich würde mal sagen, danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Tschüss!